Man kann den Schöpfer Gott auch durch logische Schlüsse, ganz einfach logische Argumente und Schlussfolgerungen beweisen. Wir hatten im letzten Satz erwähnt, dass ein logischer Schluss, also in der sogenannten Syllogistik, das ist der Ilm al-Mantiq, die Logik, Syllogistik, die Lehre von Schlüssen, ein logischer Schluss basiert auf zwei Dingen, auf den sogenannten Prämissen, richtig? Ein Prämisse oder ein Vordersatz, noch eine Prämisse und dann gibt es eine Konklusion, also einen Schluss, eine Schlussfolgerung. Und diese Schlussfolgerungen müssen wahr sein, sie sind logische Wahrheiten. Sie sind logische Wahrheiten, vorausgesetzt, die Prämissen, also die Vordersätze stimmen. Dann sind das wahr. Ich hatte euch ein Beispiel gegeben mit alle Menschen sind sterblich. Prämisse A. Alle Menschen sind sterblich. Aman ist ein Mensch. Also, Konklusion. Aman ist sterblich. Richtig? Das ist eine logische Wahrheit. Das kann nicht falsch sein. Aber wenn die Prämissen nicht stimmen, dann ist die Konklusion auch nicht richtig. Wenn ich zum Beispiel sage, alle Menschen haben Flügel und Muharram ist ein Mensch, also hat er Flügel. Logisch gesehen, also ich meine nur jetzt nach den Aussagen, die Beziehungen unter den Aussagen, ist das richtig. Aber faktisch ist das falsch, weil die Prämisse nicht der Realität entspricht. Und nach diesen Schlüssen der Syllogistik kann man auch gewisse Beweise für die Existenz Gottes formulieren. Wir hatten gesagt, dass wir uns mit zwei Dingen begnügen werden. Nun, unter anderem den Verursacherbeweis, Delilus Sababia nennen sie das im Arabischen, oder auch Delilul Hudus. Manche nennen das im deutschen Raum den kosmologischen Beweis. Und dann gibt es den sogenannten Dalil al-Itqan wal-Ihkam. Dalil al-Itqan wal-Ihkam, manche nennen es Dalil al-Nizam, der Beweis des Feintuning oder Beweis der Ordnung. So wird es unter anderem genannt. Tayyib. Wir kommen zu 1, dem Verursacherbeweis. Der Verursacherbeweis, bevor wir zu den einzelnen Prämissen kommen, eine kurz gefasste Darstellung dieser Schlussfolgerung. Eine kurz gefasste Darstellung dieses Beweises. Diese Argumentation geht davon aus, und das wäre dann unsere erste Prämisse, dass das Universum nicht war, nicht existierte, und dann existierte. Es war nicht und dann war es. Also, das ist die erste Prämisse. Mit all seinen Bestandteilen. All seinen Bestandteilen. Oder wir reden einfach von der Materie. Die Materie, Raum und Zeit, war nicht und dann war sie da. Das ist die erste Prämisse. Entsprechend muss es das Universum als Ganzes muss eine Ursache außer sich selbst haben. Also eine Ursache außerhalb des Universums. Und das ist die zweite Prämisse, die sagt, alles was nicht war und dann ins Sein gekommen ist, braucht einen Verursacher, einen Urheber, einen Bewegungsgrund. Einen Bewegungsgrund für das Dasein. Ich glaube, Aristoteles nannte ihn den unbewegten Beweger oder so. Weiß es jemand von euch? Also er sagt einfach aus, wenn etwas in Bewegung gerät, etwas bewegt sich nicht von sich selbst. Es braucht eine Ursache, die es ins Bewegen gebracht hat. Wie bei Dominostein. Der erste Stein muss fallen und das löst dann eine ganze Reaktion aus, fallen viele Steine hintereinander. Aber er sagt, diese Kette muss ja irgendwo enden, ne?
Wirkung, Ursache, Wirkung, Ursache. Irgendwann muss es enden, sonst kommt das zu einer unendlichen Kette und dann kann gar nichts existieren. Und deswegen nannten die Philosophen, sie nannten den Gott oder Allah Ta'ala, sie nannten ihn den Urbeweger. Also in Arabisch nennen sie ihn Al-Illatul Asliya. Diese zwei Prämissen, die wir genannt haben, sind selbst für den einfachen Menschen sehr nah und wahrnehmbar, auch instinktiv erkennt er das. Also es muss nicht unbedingt studiert und angelernt werden. Und wenn ihr euch erinnert, hatte ich die Aussage des Beduinen und Nomaden genannt. Die Aussage von ihm, die genau auf dieses Prinzip hingeht, nur mit ganz einfachen Worten dargestellt. Er sagte, Al-Ba'ratu tadullu ala al-Ba'ir, wal-Atharu yadullu ala al-Masir, wa-Sama'un zatu abraj, wa-Ardun zatu fijaj, ala tadullu ala al-Sami' al-Basir. Der Dung von Tieren, wenn du Dung siehst, weißt du, hier war ein Tier. Der Dung von Tieren weist auf Tiere hin. Die Spuren auf dem Boden auf einen Marsch, dass jemand gelaufen ist. Der Himmel mit seinen Sternen, die Erde mit ihren Wegen, die Meere mit ihren Wogen, weisen sie denn nicht auf den Allhörenden, den Allsehenden? Das ist ganz einfach in einer einfachen Sprache ausgedrückt, dieses Prinzip, über das wir sprechen, der Verursacherbeweis. Al-Atharu yadullu ala al-Masir. Al-Athar heißt die Spur. Wenn wir Spuren sehen, dann wissen wir, dass das von etwas hinterlassen worden ist. Wenn du ein Bild siehst, wenn du ein künstlerisch gestaltetes Bild siehst, dann weißt du, hier war ein Künstler am Werk. Wenn du ein hervorragendes Gebäude siehst, und dann weißt du, hier war unter anderem ein Architekt am Werk. Ja. Wenn du eine technische Maschine siehst, dann weißt du, hier war jemand ebenfalls am Werk. Das ist dieser Dalil al-Athar. Tayyib. Die erste Prämisse lautet also, nochmal zurück zu den zwei Prämissen, schauen wir uns die genauer an. Die erste Prämisse lautet, das Universum war nicht und dann wurde es. Das ist die erste Behauptung. Die zweite Prämisse, alles, was nicht war und dann wurde, benötigt einen Verursacher und Urheber. Richtig? Das ist ein Axiom. Ein Axiom, das heißt eine unbestrittene Annahme. Dass die Wirkung eine Ursache braucht, das ist unbestritten. Aber eine Frage mal nebenbei, die jetzt diese Syllogistik betrifft. Wenn wir zwei Prämissen haben und zu einem Schluss kommen, ist da irgendwas Neues drin? Sind da neue Informationen drin? Diese Schlussfolgerung, beinhaltet sie irgendwelche neuen Informationen? Sie beinhaltet keine neuen Informationen. Denn das ist nur eine, wir erklären nur die Beziehung zwischen den zwei Sätzen auf. Deswegen die Logik beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen den Sätzen. Mehr ist das nicht, da kommt nichts Neues raus. Keine neue Information, kein neues Wissen. Also das sind die zwei Prämissen. Die erste Prämisse, haben wir gesagt, dass das Universum nicht war, nicht existierte und dann ins Sein gekommen ist, also neu entstanden ist. Nennen wir das, im Arabischen nennen sie das Al-Hudus, neu entstanden. Das ist mittlerweile fast unumstritten, dass das Universum unter den Physikern, dass das Universum nicht urewig ist. Diese Meinung hatte lange existiert, begonnen bei den griechischen Philosophen. Dass das Universum ohne Anfang sei, ohne Anfang, dass es schon immer existierte. Ibn Taymiyyah sagt, dass einer der ersten, der diese Aussage tätigte, Aristo war. Aristo, so nennen sie im Arabischen, Aristoteles. Und das hat auch lange hier in Europa danach
vorgeherrscht, dann glaube ich, dass die Anschauung des statischen Universums, glaube ich. Ne? Aber mittlerweile ist das fast unumstritten, dass das Universum einen Anfang hat. Da gibt es einen Physiker, der Paul Davis heißt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Meine englische Aussprache ist nicht so. Er sagt in seinem Buch Der kosmische Volltreffer, er sagt darin, die größte wissenschaftliche Entdeckung in unserer Zeit ist die, dass das Universum nicht schon immer existierte. Er bezeichnet das als die größte wissenschaftliche Entdeckung. Auch Stephen Hawking sagt das Gleiche aus in seinem Buch Eine kurze Zeitgeschichte der Welt. Eines der Bestseller ist das gewesen. Er hat eine kurze Zeitgeschichte geschrieben. Dann gibt es noch mal eine noch kürzere Version davon. Aber das Buch, das ist eigentlich so ein Buch für die allgemeine Menschheit geschrieben, also nicht auf einem akademischen Niveau, aber es ist trotzdem für einen Fremdling sehr kompliziert, also wenn du keine Ahnung von Physik hast, wie es bei mir der Fall ist, ist schwer zu verstehen, das Buch. Aber er sagt darin, solange die meisten Menschen das Universum für weitgehend statisch und unveränderlich hielten, gehörte die Frage, ob es einen Anfang habe oder nicht, in den Bereich der Metaphysik und Theologie. Dann sagt er aber, was man beobachtete, ließ sich mittels der Vorstellung von einem seit jeher existierenden Universum erklären, wie anhand der Theorie, es sei zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine Weise in Bewegung gesetzt worden, dass es den Anschein ewigen Bestehens erwecke. Man sagte doch, im Jahre 1929 machte Edwin Hubble die bahnbrechende Entdeckung, dass sich die fernen Galaxien, ganz gleich wohin man blickt, rasch von uns fortbewegen. Mit anderen Worten, das Universum dehnt sich aus, was wiederum bedeutet, dass in früheren Zeiten die Objekte näher beieinander waren. Es hat sogar den Anschein, als hätten sie sich vor ungefähr 10 bis 20 Milliarden Jahren alle an einem und demselben Ort befunden und als sei infolgedessen die Dichte des Universums unendlich gewesen. Mit dieser Entdeckung rückte die Frage nach dem Anfang des Universums in den Bereich der Wissenschaften. An anderer Stelle sagt er im gleichen Buch, er sagt, dieses neue Verständnis von Raum und Zeit veränderte in den folgenden Jahrzehnten unsere Auffassung vom Universum von Grund auf. An die Stelle der alten Vorstellungen von einem im Wesentlichen unveränderlichen, ewig bestehenden Universum trat das Modell eines dynamischen, expandierenden Universums, das einen zeitlich fixierbaren Anfang hat oder zu haben scheint und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft enden könnte. Und Jahre später war sie auch der Ausgangspunkt meiner Beiträge zur theoretischen Physik. Aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie folgt, so wiesen Penrose und ich nach, dass das Universum einen Anfang hat und möglicherweise auch ein Ende. Das war die erste Prämisse. Die zweite Prämisse nochmal. Alles, was nicht war und dann wurde, benötigt einen Verursacher und Urheber. Du hast jetzt kurz gesagt, dass, was wir im Arabischen Qanunus Sababia nennen, im Deutschen das Prinzip von Ursache und Wirkung. Das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und das Wissen über dieses Prinzip muss nicht unbedingt angelernt werden, das ist etwas, was man instinktiv kennt, auch ohne es anzulernen. Das gehört zu den sogenannten Al-Mabadi al-Aqliya. Al-Mabadi al-Aqliya. Das heißt, es gehört zu dem Grundwissen des Menschen, derartiges zu erkennen. Ibn Taymiyyah sagt darüber, über dieses Prinzip, er sagt, es ist unausweichlich bekannt, dass etwas Neuentstandenes einen Urheber benötigt.
Und dieser Sachverhalt ist ein Faktum, durch die natürliche Veranlagung gewusst. Selbst bei den Kindern würde man ein unachtsames Kind schlagen, dann würde es sagen, wer hat mich geschlagen? Wer hat mich geschlagen? Was sagt es denn aus? Das sagt aus, dass das Kind weiß, dieser verursachte Schmerz in seinem Körper oder dieser Schmerz, der in seinem Körper entstanden ist an einer bestimmten Stelle, er hat eine Ursache von außen. Er muss verursacht worden sein durch eine wirkende Person. Durch eine wirkende Person. Das ist das Prinzip des, der Sababiyya. Würde man zu ihm sagen, niemand hat dich geschlagen, würde sein Verstand nicht akzeptieren, dass ein Schlag ohne eine wirkende oder tätige, wirkende Person entsteht. Ibn Hazm zählt auch einige dieser, ich nenne mal die instinktiven Erkenntnisse, Dinge, die man einfach instinktiv weiß. Er sagt, dazu zählt zum Beispiel das Wissen darüber, dass die Hälfte einer Sache kleiner ist als das Ganze. Die Hälfte einer Sache ist kleiner als das Ganze. Du kannst niemanden vom Gegenteil überzeugen. Richtig? Solange er natürlich geistig gesund ist. Du kannst niemanden davon überzeugen, dass die Hälfte einer Sache beispielsweise genauso groß ist wie das Ganze. Oder größer als das Ganze. Das ist einfach instinktiv gewusst. Das sitzt fest im Menschen, in seinem Bewusstsein, in seinem Gehirn. Und dann sagt er, und dann zählt er eine Reihe solcher Erkenntnisse auf, die man nicht anlernen muss. Und dann kommt er zu dem Punkt, der uns hier interessiert. Er sagt, und das Wissen darüber, dass jede Handlung nur von einem tätigen Wesen ausgehen kann. Und dann nannte er ein Beispiel dafür. Er sagt, wenn das Kind etwas sieht, irgendetwas, das Kind sieht etwas, dann fragt es, wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Und es wird ihn nicht überzeugen, wenn man sagt, es ist von selbst geschehen. Bei ihm. Wir kommen also zu dem Schluss, wir kommen dem Ende nahe, wir kommen zu dem Schluss, dass alles, was nicht war und dann wurde, nicht ewig ist. Es hat einen Anfang. Der Wechsel vom Nichtsein zum Sein, von der Nicht-Existenz zur Existenz, geschieht entweder ohne das Wirken einer, ich nenne es mal eines wirkenden Wesens oder Person, oder mit seinem Wirken. Das sind zwei Möglichkeiten. Wenn etwas nicht war und dann in die Existenz gekommen ist, dann gibt es diese zwei Eventualitäten. Entweder ist es geschehen durch das Wirken, durch den Einfluss einer wirkenden Person, eines wirkenden Wesens oder ohne seinen Einfluss. Weil A, die Eventualität Nummer 1 widerspricht dem logischen Verstand des Menschen. Widerspricht dem logischen Verstand des Menschen, dass etwas nicht einfach ohne ein äußerliches Wirken stattfinden kann. Und der Mensch lebt auch sein Leben nach diesem Motto und diesem Prinzip, dass alles auf Ursachen beruht. Jede Wirkung beruht auf Ursachen. Dein ganzes Leben ist danach gerichtet. Dein ganzes praktisches Leben. Also muss B die richtige Konsequenz sein. Weil wenn B die richtige Konsequenz ist, also dass das durch ein Wirken von einer tätigen Person oder eines tätigen Wesens entstanden ist, dann kommt hier wieder eine Möglichkeit, kommen zwei neue Möglichkeiten hinzu. Und zwar, dieser Urheber, der Urheber oder diese Ursache ist entweder ein Teil selbst der entstandenen Materie oder etwas von außerhalb. Entweder ist diese Ursache, die diese Existenz oder die Materie, das Universum, gehen wir vom Universum aus, der das ins Sein gebracht hat, die Ursache ist selbst ein Teil der Materie oder etwas von außerhalb. Weil A kann hier auch wieder nicht funktionieren. A funktioniert nicht. Warum? Denn wenn wir davon reden, dass es nicht existiert hat, es ist ja nichts, es war nichts.
Und wenn wir dann sagen, dass die Ursache ein Teil der Materie war, dann heißt das, es war nicht, aber es war. Dann schreiben wir ihm zugleich die Eigenschaft des Nichtseins und die Eigenschaft des Seins zu. Und das ist widersprüchlich. Das funktioniert nicht. Also bleibt die andere Möglichkeit, und zwar, dass der Verursacher, der Urheber etwas ist von außerhalb, nicht Teil des Entstandenen ist. Na, jetzt kommen wir dann zu einem anderen Schluss. Bis hierhin können das viele nachvollziehen. Selbst viele Agnostiker oder Atheisten können das bis hierhin nachvollziehen. Aber sie sagen, beispielsweise sagen sie, gut, aber warum muss diese Urewige, warum muss dieses urewige Wesen Gott sein? Warum nicht einfach irgendeine Materie, die existiert hat? Oder sie haben noch einen anderen Einwand. Sie sagen, weil wenn wir damit argumentieren, dass es nicht sein kann, dass wir diese Kette von Wirkung und Ursache immer bis in die Urewigkeit zurückziehen, ja, dann sagen sie, wo ist denn das Problem, wenn wir davon ausgehen, dass es eine bestimmte urewige Materie gab? Die Gläubigen gehen ja auch davon aus, dass es einen urewigen Schöpfer gab, der keinen Anfang hat. Grundlegend muss erstmal gewusst werden, das ist der Teil, den ich hier noch erwähnen will, für heute, dass wir davon ausgehen müssen, oder ich stelle euch das anders vor. Wenn wir zu dem Punkt angelangt sind, dass es einen Urheber gibt und dieser Urheber ist von außen, also nicht selbst Bestandteil dieses neu entstandenen Universums, dann haben wir hier nochmal zwei Szenarien. Dieses Etwas hat auch einen Anfang. Dieses Etwas hat auch einen Anfang. Das ist die Frage, wer hat Gott geschaffen? Wenn wir davon ausgehen, dass dieses Etwas Gott ist. Die Frage stellt sich ja manchmal, ne? Manchmal stellen Agnostiker oder Atheisten diese Frage. Wer hat denn dann Gott geschaffen? Wenn man diesen Punkt, den ich jetzt erkläre, nur begreift, dann ist diese Frage eigentlich erübrigt. Sie ist allgemein eine paradoxe Frage, aber durch dieses Muster kann man das begreifen. Dieses Etwas ist also entweder hat es auch einen Anfang oder ist es urewig. Und wir kommen zu dem Schluss, dass es urewig sein muss. Warum? Denn wenn es einen Anfang hat, wenn dieses Etwas, was der Urheber des Universums ist, auch einen Anfang hat, wie das Universum, dann stellt sich natürlich wieder die Frage, wer hat dieses Etwas geschaffen? Nach dem Prinzip, das wir genannt haben. Dann sagen wir, dieses Etwas hat auch wieder etwas geschaffen. Dieses Etwas hat auch eine Ursache und einen Urheber. Und das kannst du dann bis ins Unendliche zurückführen und das ist logisch nicht haltbar. Warum? Ein Beispiel kommt gleich. Das nennt man im Arabischen Tesselsul. Ich glaube, im Deutschen nennt man das Zirkelschluss. Ich weiß aber nicht ganz genau. Zirkelschluss oder so in der Art, in der Logik. Und das ist logisch nicht haltbar. Wenn wir davon ausgehen, dass dieses Etwas auch einen Anfang hat und diese Kette immer weiterführen, dann kommen wir zum Schluss, das Universum kann gar nicht bestehen. Das Universum kann gar nicht sein, also müssten wir auch nicht bestehen. Wir können auch nicht sein. Warum? Ein Beispiel. Stell dir mal vor, ein Hochverbrecher. Ein Hochverbrecher wird verurteilt. Er soll hingerichtet werden. Der Henker, man sagt, der Henker wird dazu angehalten, jetzt den Hochverbrecher hinzurichten und er sagt, ich kann das nicht tun, bis ich von einer höheren Instanz den Befehl erhalte, dies zu tun. Die höhere Instanz sagt das Gleiche. Ich kann das nicht ausführen oder ich kann es dem Henker nicht befehlen, bis der Befehl von oben kommt. Wenn es immer so weitergeht, jeder hat einen über sich. Und jeder führt das zurück auf den, der vor ihm ist. Kann es zur Hinrichtung kommen? Wenn wir aber sehen,
der Kerl ist hingerichtet worden. Wovon gehen wir aus? Irgendwo hat es Halt gemacht bei der höchsten Instanz, die den Befehl erteilt hat. Also wir gehen dann ganz offensichtlich, zweifellos davon aus, dass es irgendwo eine höchste Instanz gab, die den Befehl erteilt hat. Und genauso ist es auch mit dem, mit der Wirkung, Ursache-Wirkung. Irgendwo muss es eine urewige Ursache geben, die selbst unverursacht ist. Urewige Ursache, die selbst unverursacht ist. Ja, diese Argumentationsweise, oder den, was wir genannt als den Verursacherbeweis genannt haben, darauf weist auch der Koran hin an einigen Stellen. Abgesehen davon, dass er logisch ist, auch der Koran weist auf in einigen Stellen auf diesen Dalil hin, zum Beispiel in der Aussage Allah Ta'alas: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Gedenkt der Mensch denn nicht, dass wir ihn zuvor erschaffen haben, wo er doch nichts war? Nichts. Nichts Existierendes. Und er sagt, قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Und er sagte, so wird es sein, dein Herr sagt es. Das ist mir ein leichtes. Und auch dich habe ich ja zuvor erschaffen, als du noch nichts warst. Und ebenfalls erwähnt Allah Ta'ala dieses Phänomen oder diese Hujja etwas offensichtlicher in der Aussage: Am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun, am khalaqu as-samawati wal-ard, bal la yuqinun. Wurden sie denn aus dem Nichts erschaffen? Aus dem Nichts, also dass sie keinen Schöpfer oder Urheber haben, der sie erschaffen hat. Das ist die erste Möglichkeit. Allah Ta'ala nennt hier drei Möglichkeiten. Wurden sie aus dem Nichts erschaffen? Zweite, oder haben sie sich selbst erschaffen? Also hat die Materie, die entstandene Materie, sich selbst erschaffen? Und das geht nicht. Weil was nicht existiert, kann sich nicht selbst erschaffen. Aus dem Nichts kommt nichts. Und dann die dritte Möglichkeit. Und zwar, dass sie erschaffen worden sind. Die ersten zwei schließt man mit dem logischen Verstand aus. Dann bleibt die dritte Variante, die dritte Möglichkeit, und das ist die Aussage, dass es einen Schöpfer gibt, einen Schöpfergott.